Ich liebe Carrot Race und es ist mir egal! Hallo, im Jahre 1900, nein, im Jahre 2019. Du bist schon ganz schön alt. Beim Zylonensender, verdammte Scheiße. mit dabei heute Phil, Ben, hallo. Mario, hallo. Und der Jan. Hi. Und ich sage deswegen ein frohes neues Jahr, weil es gab zwar dieses Jahr schon zwei Folgen, aber die haben wir noch im letzten Jahr aufgenommen und wir sind jetzt sozusagen erst im Jahr 2019 angekommen. Wir zeichnen heute auf am 5.2.2019. Aber es fühlt sich an, als wäre es noch 1999. Da war ich 16. Ja, da wäre ich jetzt im Park und würde schaukeln. Ich auch. Du würdest Tauben vergiften im Park. Essen. Du würdest Tauben vergiften im Park. Manche, das ist ein Wiener Nationallied, das musst du kennen. Ja, geh mal Tauben vergiften im Park. Ja, ja. Da hatten wir noch alle Angst vor dem 1-2-K-Bug. Das stimmt, ja. Damals. Aber McDonald's noch gesund. Damals. Als wir noch mit Nadeldrucker gearbeitet haben. Ohne Handy. Boah. Da hatten wir noch Windows 98. Und Tamagotchis. Also willkommen zum Retro-Podcast. Was wir damals nicht hatten, war Battlestar Galactica. Denn das ist genau die Zeit gewesen. Die alte Serie. Nein, da gab's, in dieser Zeit gab es kein Battlestar Galactica. Die alte Serie war längst vorbei. Schon fast auch 20 Jahre. Und die neue Serie war noch nicht da. 99. Was war denn da aktuell? 99, Luftballons. Nein. Es bezog sich nicht auf das Jahr. Oh. Was? Oh. Wie, was war denn da aktuell? Ja, du, Phil hat schon gesagt. Da war Star Wars wieder aktuell. Da war Episode Sonnenfinsternis. 1. Ja, richtig. Stimmt. Und Sonnenfinsternis. Matrix. Und Sonnenfinsternis. Und Matrix. Die war cool damals, die Finsternis. Die Sonnenfinsternis. Ja, weil die Sonne weg war. Bop, ja, bop, so. Ach, Ben, du bist sowas nicht Retro. Ich bin der retro-digste von uns allen hier. War das wirklich 99 oder war das schon 97? Das war 98. Das war okay. immer noch neu wieder da. Alles klar, okay. Aber den nächsten, den Episode 2, gab es erst 2 Jahre später mindestens, gell? 2002. Und Episode 3 erst 2005, glaube ich sogar. Genau. Ja, die haben sich ja Zeit gelassen. Hat er viel gebracht. Weg vom Star Wars und zurück zu Star Trek. Star Trek Discovery gibt's ja wieder. Nein, das haben wir eben gar nicht drüber reden. Ich bin noch nicht dabei, also bitte. Dann soll ich mir erst anschauen. In der Pause drüber. Ja. Mario wusste nicht, dass die Serie wieder da ist. Jetzt haben wir sie verraten. Spoiler! Was? Es kommt eine Fortsetzung? Wollte nicht wissen, dass es eine neue Serie gibt. Ja. Wer möchte was sagen? Naja, bevor er Battlestar Galactica. Ja, fangen wir damit an, würde ich sagen. Nein, es muss noch jemand Zeit schinden, während ich den Titel okay, da aktuell dann vorlesen. Was war denn euer erster Film in diesem Jahr, den ihr gesehen habt im Kino? Im Kino? Das ist einfach. Ja, das ist einfach. Keiner. Richtig. Ich glaube, bei mir auch. Gucke kurz in Letterboxd. Moment. Ich musste auch gerade schauen. Ja, aber dieses Jahr war ich Januar, wo ging der Januar los? Ich habe mir eben erst einen neuen Fernseher gekauft, da gehe ich doch nicht mehr ins Kino. Wow. Aber ich kann dir sagen, was meine größte positive Überraschung war an Filmen dieses Jahr. Habe ich zwar nicht im Kino gesehen, aber Paddington 2. Das ist ein
Ganz mit dem großartiger Bären. Film. Ja. So wie der Bahnhof. Ja, so wie der Bahnhof. Hm. Habe ich noch nie was von gehört, nicht mal von Paddington 1. Ja, dann. Ja, guck ihn dir an. Okay. Gibt's auf Amazon gerade. Gut, dann hören also wir jetzt hier auf. Ich habe einen Film im Kino gesehen dieses Jahr. Wir gucken alle Paddington und dann treffen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Beim Paddingcast. Paddingcast? Paddingcast. Nein, ich sag's nicht. Mario. Mein letzter Kinofilm war tatsächlich Overlord, sehe ich gerade. Meine Aquaman und Bumblebee. Boah, nee, hab ich beide nicht im Kino gesehen. Mein letzter Kinofilm war Ready Player One. Der ist im Sommer rausgekommen. Ja. Okay. Okay. Und mein zweiter Kinofilm im letzten Jahr war Solo. Stimmt. Ah, und Deadpool 2. Nö. Den habe ich auch noch im Kino gesehen. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber da hört es dann auch schon auf. Müll. Müll, alles Müll. Müll. Der Film geht dort, ist Müll. Sehe ich gerade. Nein, der ist voll gut. Das ist Müll. Also, nein, du hast einfach nur einen komischen Das Thema habe ich vorhin extra nicht angesprochen, als wir über deine komischen Letterbox-Wertungen geredet haben. Nein, also, nein. Einfach nur nein. Wie heißt denn die Folge, Tim? Ja, ich wollte gerade sagen, es hat jetzt nicht so richtig gebracht, dass ihr etwas unterhalten solltet, während ich die Notizen zusammensuche. Deswegen habe ich die Notizen auch schneller gesucht. Die Folge, über die wir heute reden, heißt Der Ring auf Deutsch und auf Englisch Unfinished Business. Die Erstausstrahlung in den USA war am 1. Dezember 2006 und die Erstausstrahlung in Deutschland, also die deutschsprachige Erstausstrahlung war am, jetzt bin ich auch noch eine Zeile verrutscht. Es wird alles geschnitten, das wird alles geschnitten. Natürlich. Da bin ich wieder. Jetzt muss ich erst noch meine Stimme bereinigen. Oh, wird das auch geschnitten? Das ist ja sogar beides. Das ist mal ein guter deutscher Folgentitel. Warum? Weil der auch doppeldeutig ist. Oh, jetzt verstehe ich es erst. Schon, gell? Ja. Ja. Jetzt hast du leider schon ein Thema dazwischen geschoben und habe ich Schwierigkeiten zu schneiden, dass die deutschsprachige Erstausstrahlung am 18. Januar 2008 war. Tatsächlich, Unfinished Business verstehe ich jetzt noch nicht so ganz das Wortspiel, aber da kommen wir bestimmt gleich zu. Der Ring verstehe ich es jetzt. Ja. Ich nicht. Ja, dann erklär doch mal, Phil. Naja, der Ring, der Boxring und der Wedding Ring. Ja, das habe ich verstanden. Ja, und Unfinished Business ist das ist so abstrakt, genau kann man auf alles beziehen. Ja, genau. Ja. Also nein, es ist überhaupt nicht abstrakt, sondern es geht ja die ganze Folge nur darum, dass Leute Konflikte miteinander nicht. Ja, aber deswegen ist es ja nicht doppeldeutig. Doppeldeutig wäre es, wenn jemand ein Wirtschaftsgeschäft noch kurz vor Vertragabschluss wäre oder so. Ja, ich habe ja auch nur gesagt, dass es ein guter deutscher Folgentitel ist. Ich dachte, du wolltest auf Doppeldeutigkeit hinaus, wie bei The Ring. Der Ring. Also im Deutschen. Ja, ja, okay. Das, da ist es doppeldeutig. Sehr gut. Der ist besser als der Englische, tatsächlich. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen noch Regie und Drehbuch ankündigen. Regie ist von Robert Young und Drehbuch von Michael Taylor. Wir müssen auch noch unbedingt darüber reden, dass ich ja schon 100-mal diese Folge angekündigt habe und dass ich gesagt habe, das wäre die schlimmste Folge in der Erinnerung, die ich überhaupt habe. Jetzt sehe ich gerade, das ist insgesamt Folge 42 von Battlestar Galactica. Die kann so schlecht eigentlich gar nicht sein. Weil es Folge 42 ist. Weil es Folge 42 ist, genau. Die Antwort auf alle Folgen. Und der Petunientopf dachte sich, nicht schon wieder. Schon wieder. Genau, die 9. Folge in der 3. Staffel. Ja, und Mario hat die Zusammenfassung für uns vorbereitet. In 5 Sätzen habe ich gehört. Ein Trick, den er sich bei Phil abgeguckt hat. Das ist kein Trick. Mit sehr wenigen Beistrichen. Skill. Ja, das können. Hör auf, mit deinem Mikro zu spielen. Psst. Morty, hör auf, mit dem Jungen zu spielen. Ist ja nur neidisch.
Ja. Auf der Galaktika findet halt gerade ein Boxkampf statt, wo die Besatzung eben ihren Frust abbauen kann. Da kommt es nämlich manchmal halt vor, dass man ein Problem hat mit jemandem, weil er seine Wurstsemmel geklaut hat und das möchte im Ring austragen. Also kann man das dort machen, kameradschaftlich, und man vergisst dann natürlich alles hinterher. Das ist anscheinend eine alte Tradition von Adama. Im Fokus liegt natürlich jetzt immer dieser Ringkampf zwischen einigen Teilnehmern und natürlich dann noch einige alte Ereignisse von Neu Caprica, bevor es aber besetzt wurde von den Zylonen. Ja, wir sehen eigentlich zuerst Leo und Hilo im Boxkampf. Später können wir näher darauf eingehen. Jetzt ist es nicht, glaube ich, so wichtig bei den beiden. Wir sehen auch dann kurz Starbuck und auch Hotdog. Der hat sie lustigerweise herausgefordert. Ich meine, gut, sie veräppelt ihn ja nicht sehr oft in der Serie. Und er hat einfach voll auf die Fresse gekriegt und hat verloren. Adama selber kämpft dann auch, also der alte Mann. Und so fordert er dann den Tyrol heraus. Und ja, da kommt dann eigentlich schon einer der ersten wichtigen Vergangenheitsszenen. Ja. Tyrol wird ja bald Papa und er bietet dann Adama halt, ja, ich möchte eigentlich auf dem Planeten mein Baby großziehen und nicht auf dem Schiff, weil wenn ich schon draußen sein kann auf dem Planeten, dann will ich, dass das Kind das zuerst sieht und nicht irgendwelche Metallwände. Er sagt aber zuerst nein und erst in einem Gespräch mit Roslin gibt er aber irgendwie nach und erlaubt es dann doch dem Chief. Der Kampf war aber eigentlich ziemlich cool, aber später kann ich mehr dazu sagen. Also kommentieren. Adama lag ziemlich weit vorne im Kampf, hat aber dann doch verloren am Ende. Ja, warum lachst du? Mach weiter, kein. Hat nichts mit dir zu tun. Du lügst. Ja. Ich kenne dich schon. Ja, jetzt wo war ich da? Ah, ja. Der Ringkampf wird eigentlich dann beendet für den heutigen Abend nach dem Kampf. Aber Starbuck möchte unbedingt kämpfen, und zwar gegen Lee. Bei den beiden sieht man eigentlich schon seit recht vielen Folgen, also schon seit Ende der zweiten Staffel, also seit Neu Caprica circa, dass eine Spannung zwischen den beiden ist. Und man hat eigentlich nie so wirklich rausgefunden bis jetzt, warum. Und jetzt finden wir es endlich heraus. Bei Neu Caprica damals haben sie halt miteinander geschlafen und sie lieben sich eben, das haben wir eigentlich schon im Intro heute vorhin gehört. Und Lee hat gemeint, ja, sagen wir es einfach unseren Partnern, in dem Fall Dee und Anders, dass die sich halt lieben. Und ja, Starbuck zieht aber den Schwanz ein und heiratet einfach mal Anders am nächsten Morgen und drückt sich halt davor. Und ja, Liebe scheint irgendwie zu kompliziert zu sein für sie. Ja, beide scheinen den Kampf eigentlich zu gewinnen und zu verlieren. Und Dee und Anders wird bewusst, dass sie halt bald wieder Single sind. Das war die Zusammenfassung. Dankeschön. Okay, vielen Dank, Mario. Ich habe zwischendurch so gelacht, weil ich irgendwann in den Chat geschrieben habe, ob wir noch bei Satz 1 sind. Und dann hat Phil nur Picard mit Facepalm drunter gepostet. Ich habe Sat 1 gelesen. Ach so. Ich dachte, was redet der jetzt? Nein, wegen der Zusammenfassung in 5 Sätzen. Naja, ich glaube, da schreibt man ins Zeugnis, er war bemüht. Ich habe eine Anmerkung, weil du am Anfang gesagt hast, dass das scheinbar Tradition ist auf der Galaktika. Ich habe irgendwo gelesen, dass das tatsächlich eine Tradition im Militär sei, das ist wahrscheinlich eher so ein amerikanisches Ding, dass es dass es solche Boxkämpfe gibt, bei denen explizit der Rang weggelassen wird. Also das ist dann so explizit eine Ansage, dass jetzt hier keine Ränge gelten im Ring. So. Und deswegen werfen die auch alle ihre Doc-Texte am Anfang rein. Das soll das irgendwie bedeuten. Wobei auf dem Doc-Text ja eigentlich gar kein Rang draufsteht. So richtig gut boxen konnten die alle nicht, oder? Das kann ich so richtig gut gar nicht beurteilen. Also bis auf den Alten vielleicht ja, aber also ich gucke mir auch nicht oft Boxen an, weil ich Boxen ziemlich langweilig finde.
Aber so viel habe ich aus Rocky und so weiter gelernt. Ich habe eine Arbeitskollegin, die boxt, habe ich gelernt. Ja, frag dir doch mal. Ja. Die sagt bestimmt, man muss sich bewegen. Man muss die Hände hochnehmen und nicht einfach nur da stehen und so pom, pom, pom machen. Und du meinst, Adama war noch der Beste, oder was? Oder wen meinst du mit der Alte? Der sah mir noch am diszipliniertesten aus, ja. Okay. Er war halt alt, ja. Was ein bisschen blöd war. Er hatte halt viel Masse, deswegen konnte ihn keiner umhauen. Okay. Ja, ich habe auch einmal gedacht, als der Chief dann so einen Treffer gelandet hatte, hat er so einen Treffer ihm mal so ein bisschen in die Lenden, glaube ich, so gegeben. Und dann war er gerade so begeistert, dass er mal einen Treffer gelandet hat, dass er sofort wieder einen auf die Fresse gekriegt hat. Ja. Aber dann hat er sich ja doch ein bisschen berappelt und hat dann zugehauen. Am Anfang hatte er auch, glaube ich, Angst zuzuhauen, weil er nämlich nicht seinen Vorgesetzten wegpusten wollte. Ja, er hat es halt auch zu Beginn erstmal gar nicht ernst genommen. Ja. Ich musste zweimal in der Folge lachen. Einmal wegen Dr. Kottl und einmal wegen Tai. Dr. Kottl hat ja dann im Hintergrund beim Zuschauen auch so mitgefiebert ein bisschen und sich auch immer so bewegt wie ein Boxer. Der hat sich mehr bewegt als die Ring, also die Boxkämpfe. Das fand ich auch mit einer der besten Szenen in der Folge, wie er da einfach sich so wegduckt so ein bisschen und die Arme hochnimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber Dr. Kottl war ja auf der einen Seite war ja der Betreuer bei Adama, glaube ich, oder? Und auf der anderen Seite war es Tai. Naja, der war halt grundsätzlich der Ringarzt. Ach so. Ja, genau. Auf beiden Seiten. Ja, halt ja, immer. Ja, ach so. Der war für alle da halt. Okay. Der kam ja auch bei Apollo rein und hat entschieden, dass der Kampf vorbei ist. Ah, okay. Und der Schiedsrichter war Colonel Tai. Mhm. Ja, vielleicht auch ganz gut. Mit einem Auge hat er eine gute Ausrede, wenn er was übersieht. Und das wäre unfair, wenn der boxen müsste. Weil es gäbe wahrscheinlich viele Leute, die gegen ihn boxen würden. Okay. Und er könnte nur auf einer Seite verteidigen. Das müsste immer den ganzen Kopf kriegen. Wo ist er? Immer auf der anderen Seite schlagen. Also ich habe ja gehört, wenn man nur ein Auge hat, dann passt sich das eine Auge wieder an, dass das Gesichtsfeld wieder größer wird. Aber das eine Auge kann ja trotzdem nicht über deine Nase rausgucken. Also das ist ja darfst du nicht. Vielleicht und je nachdem, wie groß deine Nase ist. Das wächst einfach nach vorne raus. So, siehst du das nicht bei Teil. Oder so, da wäre das richtig beschissen. Wenn das ist wie so ein Kaninchenauge dann. Kamelchen. Genau. Ja, okay, du hast natürlich recht, Ben. Man kann dann nicht dreidimensional sehen. Das stimmt. Ja, das heißt, man muss beim Boxen einfach immer die Arme oben halten. Ach, das hat die ganze Zeit aber gemacht. Immer rechte Maustaste halten und dann ab und zu mal auf die linke wechseln. Genau. Okay. Ja, war eine schöne Folge. Auf zur nächsten. Ja, also, ich meine, es gibt ja nur zwei relevante, ja. Gleich kannst du. Ich bin gar nicht mit viel Vorbehalten in die Folge gegangen. Ich habe mich zwar immer schon drüber lustig gemacht in der Vergangenheit, aber ich habe ja sogar noch vor ein paar Wochen hier geschrieben, ich bin mal gespannt, ob die Folge wirklich so schlimm ist, wie ich mich erinnere. Und ich bin eigentlich sehr unvorbehalten da reingegangen. Und ich muss schon sagen, sie war schon so schlimm. Also die war vor allem, die war wirklich lang. Es ging mir schon lange nicht mehr so, dass ich so zwanghaft irgendwie nach meinem Telefon gegriffen habe, weil ich mir dachte, ach, auf Twitter passiert bestimmt auch was. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einen Funfact einzuschließen. Mhm. Fun Fact. Oh. Das war die Amsel aus dem Proton-Podcast. Fun Fact. Es gibt eine 70 Minuten Director's Cut von dieser Folge. Die müssen wir sehen. Spannend, das ist ein Horror-Fact. Oh mein Gott. Ja, okay, aber sind das einfach mehr Boxkämpfe und mehr Beziehungsszenen? Oder was soll es sonst mehr sein? Vielleicht haben sie die Handlung damit eingebaut. Ich weiß nicht. Ja, genau. Vielleicht ist die Handlung in diesen rausgeschnittenen 30 Minuten. Ja, vielleicht ist die Folge auch eigentlich von Steven Spielberg, dessen Putzfrau versehentlich die fertig geschnittene Folge in den Mixer gelegt hat und dann sie neu zusammengeführt. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es echt nicht.
Aber ich fand das sehr lustig. Was ich auch sehr lustig finde, und da hat eben Ben auch schon gelacht, als ich es gepostet habe, vielleicht machen wir das als Folgenbild oder so, wenn man sich die Wikipedia-Version zu der Folge aufmacht, dann sieht man einen Warnungsbalken in Wikipedia. Moment, wo habe ich es denn? In Sendung habe ich es gepostet. Und in diesem Warnungsbalken steht: This article's plot summary may be too long or excessively detailed. Please help improve it by removing unnecessary details and making it more concise. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich an Wikipedia liegt, dieser Umstand, oder ob das nicht doch auf den Plot selbst begründet ist. Wenn du dann wahrscheinlich draufklickst, dann kommt einfach kein Plot. Das ist einfach nur eine leere Seite. Ja, also wir machen uns jetzt schon sehr lustig über die Folge. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die mögen, denn auf IMDb ist da die Meinung auch durchaus geteilt. Also es gibt manche, die geben der 10 oder 9 Punkte von 10. Und die sagen, das wären eine der Top-Folgen von Battlestar Galactica. Mhm. Und es gibt Leute. Regisseur und Drehbuchautor. Ja. Ich habe gehört, dass der Jan die Folge auch total mag und er darf heute nicht mit. Ja, weil das ist sein Problem. Haben. Das hätte er auch anders entscheiden können. Ich will das auch gar nicht hören, was er zu sagen hat. Kann ja mal kommentieren. Genau, kann ja mal einen Kommentar schreiben. Und es gibt andere Leute, die haben halt auch 1 und 2 Punkte vergeben. Und dazwischen ist tatsächlich wenig. Also die scheint, es gibt so auch 1, 2 mit 6 oder 7. Ah, jetzt nur auf IMDb. Aber das scheint schon halt zu spalten. Ja, aber ich glaube, Box-Fans würden es wirklich mit einem Stern bewerten, weil er läuft ja wirklich nicht. Ja. Ich habe jetzt eben an die Lichtschwertkämpfe in Episode 4 gedacht, zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi. Der Kreis schließt sich. Jetzt bin ich der Meister. Ja, aber trotzdem hatte ja dieser Kampf was zwischen Obi-Wan und Ben. Auch wenn der jetzt total uninteressant war. Ja, es war ja auch der erste Kampf, ja, den man überhaupt gesehen hat in die Richtung. Ja. Ich dachte, du sagst, es ist der Kampf zwischen Adam und Tyrell hätte was. Natürlich. Naja, das ist einer von den 2 Kämpfen, auf die ich vorhin angesprochen habe, die über dies wenigstens was zu sagen gibt. Ja. Also der hat ja wenigstens noch einen Sinn und eine Botschaft. Wobei ich die Botschaft aber in dem Zusammenhang auch nicht wirklich verstanden habe. Also warum musste das dazu, musste er sich mit Tyrell ausgerechnet schlagen? Naja, mit Tyrell zum einen, weil die ja noch so ihr altes Theater hatten und weil Tyrell sich in dem Moment halt angeboten hat als Opfer. Weil Adama ihm ja so durch die Blume gesagt hat, ey, schick hier mal wenigstens ein paar von deinen Leuten zurück zum Arbeiten. Das geht nicht, dass wir hier einen flugunfähigen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Raptor war oder was auch immer. Ja, war's. Und Tyrell sagt jetzt, ja, die sollen jetzt alle irgendwie mal Pause machen. Und am Ende des Kampfes sagt er ja hier, Leute, vergesst nicht, in was für einer Situation wir hier sind und nehmt euren Gegner immer ernst. Das ist kein Spaß. Und dann geht Tyrell ja auch wieder zum Arbeiten. Okay, das heißt, das bezog sich wirklich auf die aktuelle Situation, weil hier bei diesem Boxkampf zu viele des Crew-Decks da waren, oder? Ich glaube, Adama hatte den Eindruck, dass sie es ist okay, so eine Ablenkung zu haben, aber vergesst nicht, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Das normale Geschäft muss trotzdem weiterlaufen. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann mache ich euch jetzt hier den Spaß kaputt, indem ich mich hier blutig prügeln lasse, damit ihr alle ein schlechtes Gewissen habt. Ja, er hat ja auch gesagt, dass das jetzt alles ein bisschen zu familiär geworden ist und dass er. Ja, genau. Dass und er jetzt dass ihm das nicht nochmal passieren ein bisschen wird. Reinbringen möchte. Ja, eben, weil Chief ihm dann quasi ist. So locker ins Gesicht gesagt hat, ja, das machen wir schon, stell dich mal nicht so an. Ich glaube, das hat dann so den Hebel umgelegt. Mhm. Ja. Weil so redet man ja normalerweise nicht mit dem alten Mann. Ja, aber no ranks in the rank. Es ging ja nicht um den Kampf, sondern es ging um diesen halben Befehl, den er von Adama bekommen hat. Okay. Dass er halt das Wesentliche aus den Augen verloren hat. Mhm. Ja, genau. Und dagegen geschnitten wurden ja dann immer noch diese Szenen, wo Kelly und der Chief auf Caprica bleiben wollten und erst hat Adama gesagt, das geht nicht, dann hat er es ihnen dann doch erlaubt
Und das ist dann auch vielleicht so ein Bezug dazu, dass das zu, dass er zu weich geworden ist, zu. Genau, das hat ihm dann leid getan, ja. Rückblickend. Dass er so ist, das hat sich ja schon eigentlich die ganze zweite Staffel abgezeichnet, seit er angeschossen wurde. Danach war er ja so irgendwie sehr emotional, ja, ich glaub, die ganze Zeit. Das kann einen Einfluss haben. Echt jetzt? Also sagen wir was Positives auch. Der Kampf mit Adama war noch am, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen interessantesten und spannendsten. Liegt aber auch nur an Adama eigentlich. Ja, aber das ist halt auch nur relativ, wenn du sagst, er war am interessantesten und am spannendsten. In absoluten Zahlen ist das bei mir trotzdem nicht so viel. Nee, das stimmt. Zwischen Scheiße und ein bisschen besser ist halt auch nicht viel Unterschied. Aber da habe ich ja eher hingeschaut, als bei Hot Dog und bei Starbuck habe ich gar nicht mal hingeschaut. Ja, das war ja auch völlig, völlig Wumpe. Das hat ja nichts bedeutet. Ich hatte die genauso Zeit, wie der Kampf zwischen Apollo und Hilo, da geht es ja um nichts. Ja, ich hatte die ganze Zeit noch überlegt, nee, ich hatte die ganze Zeit im Gedächtnis von früher, dass Adama und Apollo kämpfen. Das ja, war völlig ich falsch auch. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und es kam einfach nicht. Weil zwischen denen ja auch immer so Konflikte bestehen. Mm, ja, und ich dachte, dass im Prinzip der Kampf zwischen Apollo und Starbuck, das hatte ich irgendwie als Kampf zwischen Apollo und Adama abgespielt. Ja, ich auch, genau. Mir ging es aber auch so. Ja, aber die kämpfen auch in irgendeiner anderen Folge gegeneinander. Vielleicht also den Boxkampf zwischen den beiden gibt es auf jeden Fall, aber mehr so ein Trainingsgerangel. Aber war das dann schon? Irgendwas war da auch schon mal. Ja, es gab einen oder es gibt auf jeden Fall einen. Ich weiß nicht, ob der noch kommt oder. Hm. Okay. Wir werden es nie erfahren. Nee, zumindest nicht, wenn es schon war. Folge dann keinen Podcast mehr aufnehmen. Also ich möchte kurz was sagen. Hilo und Lee, der Boxkampf hatte doch ein bisschen mehr Sinn, weil Lee ja irgendwie nonstop gegen Zylonen ist und nonstop gegen Athena und Hilo natürlich, ja, das hatte natürlich gereicht, weil sich viel anhören musste. Nein, also man muss überhaupt nicht, das war überhaupt kein, nein, also na, die Hilo haben die ganze Zeit Grund. Ja, aber das redest du da jetzt rein. Die haben sonst die ganze Zeit hier, haben die irgendwelche Szenen gegengeschnitten, die den Kampf mit Bedeutung aufgeladen haben. Und das ist da nicht passiert. Das ist richtig, aber trotzdem kann man sich denken, wenn man die Folgen angeschaut hat. Ja klar, kann man, ja. Klar, man kann sich da auch Bedeutung reinreden, ja. Na, ist nicht reinreden, warum? Bei Hot Dogs Tabak war es ja genauso. Er kann sie auch nicht ausstehen. Er kann sie nicht ausstehen. Echt? Haben die schon mal Stress gehabt? Ja, nonstop eigentlich. Da hätte ich es ja eher verstanden, wenn Cat und Starbuck geboxt hätten. Weil die haben sich ja gegenseitig schon mal angeschissen die ganze Zeit. Ja, ich finde schon auch, dass die anderen beiden Kämpfe die entscheidenderen waren, weil sie tatsächlich ja immer auf die Vergangenheit geschnitten haben. Und ich glaube, ich habe auch, ich habe mir viel Gedanken über die Folge gemacht. Und ich glaube, ich habe so versteckt wahrgenommen, dass Adama, also Lee, eigentlich auf Starbuck steht. Und Starbuck eigentlich auf Lee. Ich glaube, das habe ich da so mitgenommen. Ja, das habe ich in dieser Serie so subtil angedeutet. Verdammt, jetzt ergibt alles echt, Sinn. Jetzt? Wow. Wow. Der Hammer. Das ist krass. Können wir kurz eine Stunde Pause machen? Ich möchte mir das mal drüber reden. Nachdenken, oder? Ja. Nee, ich glaube nicht, Tim. Nee. Okay. Also, es ist nicht so, dass schon in den ersten 5 Minuten 15 Mal gezeigt wurde, wie Lee eigentlich dann doch in Richtung Kara guckt in irgendeiner Rückblende oder Kara doch in Richtung Lee guckt in irgendeiner Rückblende. Und dann ging es wieder mit dem Boxkampf weiter. Und es ist ja auch nicht so, das hat sich so lange gezogen. Das hat sich diese Hinführung zu dem Kampf, die war so lange. Das stimmt. Dieses ständige rausgerissen werden, da 30 Sekunden Rückblende, wieder zurück. Da eine Minute Rückblende, wieder zurück. Ich hasse das, wenn das die ganze Zeit so hin und her springt. Ja, wenn es halt nicht gut gemacht ist, dann ist es einfach nur anstrengend. Dazu. Dann ist es wie wenn Starbuck 100 Mal abstürzt. Ja, ja. Tut, wenn man sowas einbauen würde. Meine Güte, ja, mach's spannend oder lass's weg. Ja, und es aber ist ja auch nicht so, dass das jetzt was Neues war. Ja,
ich meine, das geht ja doch schon durch die ganze Serie so, oder? Dass die immer miteinander wieder was haben. Ja, oder eben. Auch. Also die Macher können doch nicht erwarten, dass du dann davor sitzt und denkst so. Da ist doch was passiert. Oh mein Gott, es passiert. Ich bin so aufgeregt. Habt ihr das alle gesehen? Nee, das war... Ich dachte, die sind beide glücklich verheiratet. Aber es gab eine Neuerung. Ja. Und zwar ein neuer Kamerafilter war dabei. Okay. Auf Neu Caprica. Ist euch das nicht aufgefallen, dass das Bild normal klar war, wie es sein sollte? Nee, da habe ich wahrscheinlich gerade auf Twitter geguckt. Ja. Jedes Mal, wenn Neu Caprica und als dann Laura Roslin den Joint geraucht hat, dann wurde alles so verschwommen. Ja. Das war auch eine Lüge. Ich habe nämlich mitgemacht dann mit ihr. Was? Du erträgst du die Folge? Was war denn der Filter? Ja, normale Bildaufnahmen einfach, weil du hast immer so diese leicht, das Bild ist immer so leicht dunkel, manchmal so gelblich oder so. Achso, du meinst, der Filter war, dass kein Filter da war? Ja, genau, es war kein Filter. Ah, okay. Real-Life-Filter. Vielleicht haben sie es vergessen. Ja, sah sehr komisch aus. Da hast du die ganze Pickel gesehen bei den Leuten da. Die ganzen alten Menschen. Also ich glaube ja, die Folge ist nur deswegen entstanden, weil damals bei den Dreharbeiten hatten die Statisten einen Zwist mit den Schauspielern und die Statisten haben dann gesagt, gut, die müssen jetzt aber gegeneinander kämpfen, weil sonst kündigen wir und wir streiken und wir spielen nie wieder mit den Statisten. Weil die Statisten, die waren echt, ja. Die sind dir wieder aufgefallen, die Statisten. Ich habe nämlich nur auf die Statisten geschaut bei den Kämpfen. Ja, ein paar Dödel. Der eine schaut ganze Zeit irgendwo nach rechts, aber weg vom Ring. Der schaut nur nach rechts. Warum? Was ist da rechts? Was ist da nicht rechts? Ja, hat auch auf Twitter geschaut. Da war so eine riesen Twitter-Leinwand. Sehr schön. Wo Balter ab und zu mal was geschrieben hat. Und da haben alle, so wie Trump, hat Balter einfach irgend so was rausgehauen. Hashtag Zylonen. Hier gibt's aber das Wasser. Ibims am Battlestar. Kofefe. Schrecklich, diese Folge. Wirklich schrecklich. Es gibt doch nichts mehr zu sagen, glaube ich, oder? Naja, also ich glaube auch nicht, dass wir die jetzt so Szene für Szene durchgehen müssen unbedingt. Na, ich habe es jetzt eh gut zusammengefasst. Ja, das reicht dir, glaube ich. Lee hat mit Starbuck rumgemacht. Am Ende ist Starbuck abgehauen. Lee ist traurig. Starbuck ist wieder bei ihrem Typen. Punkt. Ja, das war aber Rückzieher gemacht hat. Aber selbst das war ja nicht neu. Die hatten doch bestimmt schon mal Sex vorher in irgendeiner Folge, oder? Ja, die haben einfach eine kaputte Beziehung, das zieht sich schon seit Jahren. Ja, aber schon immer. Das ist das Problem. Du meinst jetzt Apollo und Starbuck? Ja. Ja, aber nicht, während sie beide in festen Beziehungen sind. Ja, okay. Nee, dann nicht. Der Teil ist schon neu. Ja, okay, der Teil ist neu, aber so richtig fest waren die ja jetzt auch noch nicht. Naja, also. Die waren ja noch nicht verheiratet. Also, Apollo schon. Nee, die haben doch auch erst am nächsten Tag, oder? Ach nee. Stimmt. Ich dachte, daraufhin hätte er jetzt auch erst sie geheiratet. Aus Trotz. Ah ja, doch, das kann sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil sie reden ja drüber, dass ihr Versetzungsantrag genehmigt wurde. Also vielleicht sind sie auch nicht verheiratet. Aber sie sind beide in committed relationships. Aber noch krank, deren Beziehung. Ekelhaft. Gut, vielleicht ist der einfach noch krank. Das bedeutet was anderes. Pfui-Teil. So, kommen wir zur Bewertung. Nee, so schnell noch nicht. Was? Wie heißt denn der Hotdog-Darsteller mit Vornamen? Ich habe den Vornamen vergessen. Buddy. Er hat auch einen komischen Vorname. Buddy Olmos hat gesagt, dass aber die Dreharbeiten sehr, oder dass er sie als sehr schön in Erinnerung hat, weil das eine Episode gewesen wäre, wo eben mal die ganze Crew zusammen war. Ganz oft hat man das kaum nur Text auswendig lernen. Hey, Starbuck! Ich musste nur rumstehen. weil er sagte, die ganze Crew war da mal zusammen und am Drehort und das hätte man halt ganz selten gehabt, weil. Ja, das stimmt doch gar nicht, oder? Weil sich, das hat er gesagt, das weiß ich doch nicht, ob das stimmt. Weil sich sonst doch die Folgen oft mal nur auf wenige Personen konzentrieren. Ja, das glaube ich schon, dass das mal ein Erlebnis ist, wenn so viele Leute, also wenn du halt wirklich mit allen mal zusammenarbeitest. Also ich glaube nicht, dass alle dabei waren. Ja, aber viele. Ja, aber mehr als sonst, glaube ich, ist die Aussage. Klar war da jetzt hier Dings, Balter war jetzt nicht mit am Boxring, aber trotzdem waren da ja viele zusammen.
Achso, doch, der war doch hier dabei. Der hat ja getwittert rechts am Leinwand. Genau. Also das ist bestimmt für viele ganz cool, wenn die dann hier mit Adama mal zusammen eine Szene drehen dürfen. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht direkt für seinen Sohn, aber es gab bestimmt den einen oder anderen. Ja. Tja. Hast du noch einen Funfact? Irgendwas war mir eben noch eingefallen, aber das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Heute ist Mondneujahr, oder? Was ist heute? Mondneujahr. Was ist denn Mondneujahr? Weiß ich nicht, gut, ich sag Mondneujahr, Frühlingsfest 2019. Ist nicht chinesisches Neujahr oder sowas? Ja. Ja, genau. Das Schweins. Des Schweins? Das Schweins. Was für ein Schwein? Afrikanisch oder ein europäisches Schwein? Ah, tatsächlich, Mondneujahr, sagt Google. Und dann kommt das Schwein. Aber vorher kommt ein Schattenhandfigurchen. Okay. Zurück zu Battlestar Galactica. Zylonen hat man gar nicht gesehen, oder? Das wissen wir ja nicht. Wieso? Na, der externe Cut. Ja noch. Achso. Wer weiß, vielleicht haben wir welche gesehen. 70 Minuten mit Directors-Kommentaren. Die waren aber das sind dann einfach 30 Minuten nur auf dem Basisstern. Vielleicht haben sie auch einfach nur noch 4 neue Boxkämpfe hinzugefügt. Zwischen nice. Cat nice. Und... Das war sicher eine Schlacht. Die so Schlammcatchen oder so. Zwischen... Wen könnte man denn noch? Zwischen Colonel Tai und Dr. Kottel. Und Alan. Und Alan. Achso, ich habe doch noch einen Funfact, jetzt fällt mir es wieder ein. Und zwar haben sie ja hier in dieser Folge diese ganzen Rückblenden, das sind alles Aufnahmen gewesen, die man während der Caprica-Phase gefilmt hat und die man ursprünglich über die ganze restliche Staffel noch einstreuen wollte, immer mal wieder als Rückblenden. Und das haben sie hier irgendwie alles in dieser Folge verwurstet. Ah, oh, danke schön. Ja. Zumindest ja, wenigstens weg. Sind die dann weg, genau. Ja. Wobei, also, was ich aus den Rückblenden nicht furchtbar fand, waren die Szenen zwischen Adama und hier Roslin. Ja, fand ich auch. Dabei fällt nur auf, dass es eigentlich auch ein Kontinuitätsfehler gab. Der Schnurrbart war nämlich da schon da. Und das war ja ganz am Anfang erst, als sie da gelandet sind und den hat er sich da eigentlich ja nicht so schnell wachsen lassen können. Naja. Er ist halt sehr, sehr männlich. Genau. Stellt sich nur vor den Spiegel und macht so. Macht so plopp, 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 plopp. Oh, das war ein falscher Bart. Er hat sich als mexikanischer Einwanderer getarnt. Das ist witzig, weil Olmos ja Mexikaner ist. Almost true. Gut. Ja. Also, ja. Wir sind jetzt irgendwie halt von Anfang genau. an. Von Anfang an sind wir ja schon in die Bewertung eingestiegen. Also machen wir ja normal erst am Ende. Es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Ach, übrigens, es gab wieder einen Fehler in der Folge, gell? Okay. Echt? Es gab einen Fehler. Schnurrbart. Ja. Die Folge. Nein, die Folge war ein Fehler. Nein, beim Chief. Er hatte seine Hundemarke, nämlich als er in den Ring gestiegen ist. Und eine Millisekunde später sind sie auf einmal weg. Das ist so wie bei Episode 8 mit den Leibwächtern, wo das Schwert auf einmal da weg ist. Okay. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber den Moment muss ich verpassen. Wir könnten halt die Theorie aufstellen. Was ja, da gab es mal, so komische Sachen. Einen ist mir auch aufgefallen. Die sind ja alle weggegangen dann, als Adama seine komische geht mal wieder an die Arbeitsrede gehalten hat. Sind ja alle so weggeschlichen und der Ring war schon leer. Und dann... Bis dann Apollo und Starbucks sich so dumm angemacht haben. Und dann stand alles wieder da. Oh, wir müssen jetzt alle wieder zurückgehen. Scheiß doch auf. Pass los auf, du. Genau. Genau, 12 Planeten zum Todesdauer. Ich fand es aber auch interessant, dass der Titan sagte zur Menge, ja, der Abend ist vorbei, nehmt eure Hundemarken wieder und den Schnaps nehmt ihr aber auch mit, wo ich mir dachte, warum den Schnaps, das passt gar nicht zu ihm eigentlich, weil Schweifer, ne? Den Schnaps lasst ihr hier. Das hätte ich mir eher gedacht, weil da hätte man noch lachen können und dann hätte ich einen Punkt mehr geben können, aber nein. Okay. Wie viele Punkte gibst du denn ohne diese Szene?
Mario. Oh, ich darf anfangen mit der Bewertung. Das ist keine gute Idee, du hast ja die Zusammenfassung gemacht. Du musst ja letzter sein. Ach Mann, genau. Heute ist, geht doch alles schief. Ja, Phil. Fangen wir noch der vorne. Wurm drin. Der Wurm ist drin. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gebe der Folge 3 Punkte. 3? Es ist, die musst, ja, du aber es ist mal, musst du aber sehr gut begründen, bitte. Naja, es ist ein ziemlicher Autounfall, aber keine Totalkatastrophe. Okay. Also, es das ist gut, ich habe ja schon so einzelne Lichtblicke hier, die Adama Rossland-Szene hatte ich gerade schon angesprochen. Auch der Boxkampf von Adama, die Adama-Szene im Wesentlichen. Der Rest war einfach, es ist einfach alles zu lang. Da ist zu wenig passiert in zu viel Zeit und es war zu oft das Gleiche, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also ich verstehe nicht die Intention, dahinter in dieser Art die Folge zu machen. Das Einzige, wenn ich wohlwollend sein will, ist, dass sie die Zuschauer für dumm halten und das deshalb irgendwie so platt präsentieren wollen, damit es auch jeder versteht. Und die weniger wohlwollende Erklärung ist, einfach nicht so gute Menschen. Also nicht so gute in ihrem Job, sind bestimmt ganz fantastische Menschen. Die Folge war für einen Nebula Award nominiert. Ist das sowas wie die Goldene Himbeere? Ich bin mir unsicher, ich habe an Nebelkerzen gedacht. Aber es ist, glaube ich, was Positives. Muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Ja, die Folge oder der Director's Cut davon? Vielleicht der Director's Cut. Okay. Ja, nee, war nix. Ja, also ich muss auch sagen, und ich schließe mich dann einfach mal an, ich bin froh, dass du schon was vorgegeben hast, dann schließe ich mich auch von den Punkten an. Ich habe irgendwie gedacht, 0 Punkte, weil ich fand die wirklich auch ganz schlimm, aber 0 Punkte. Ja, aber 0 Punkte ist ja jetzt schon auch nicht. Nein. Also ich meine, die Kamera war schon auf der Szene, was gezeigt werden soll. Der Ton war richtig dazu geschnitten. Also 0 Punkte ist ja schon wirklich. Ja, und außerdem hat mich auch sehr verunsichert, dass ja auch viele Leute der irgendwie 10 Punkte geben und 9 Punkte. Und es gibt auch hier einen Artikel, den habe ich verlinkt, der heißt Unfinished Business was Battlestar Galactica's most moving episode and a total mess. Also das scheint sehr hin und her zu gehen, wie die Leute diese Episode finden und ob die jetzt gut oder schlecht war. Aber zum moving Glück ist das bei uns nicht der Fall, weil ja nicht da ist. Genau. Moving fand ich sie zum Beispiel überhaupt nicht. Ich fand da ganz wenig moving dran. An dieser Episode. Ich war nur gelangweilt. Weil es wird halt auch oft gesagt, das wäre ganz große Charakterentwicklung, das sehe ich halt auch nicht. Weil. Nein, eben nicht. Es ist ja so wenig passiert in der Folge. Ja, und die Charaktere sind wie eh und je. Also es war ja schon immer so, dass Starbuck am Ende auf nicht anders als Apollo stand und Apollo auf Starbuck. Deswegen, ja, ich gebe da auch 3 Punkte. Man kann die sich schon angucken, wenn man Abwaschen langweilig findet. Vielleicht ist das interessanter. Vielleicht sollte man dabei abwaschen. Ja, man kann sie auch angucken, wenn man halt die ganze Serie gucken ja muss und keine Folge auslassen darf. Genau. Aber man könnte sie aber auch auslassen. Ich finde, man könnte sie auslassen. Zu spät. Tim. Zu spät. Zu das spät. Habe ich schon danke, zum zweiten Mal gesehen. Sagst. Also, 3 Punkte. Ben. 3 Punkte. ja, ihr habt das meiste ja schon gesagt. Also mich hat vor allen Dingen genervt, dieses ständige Hin- und Hergeschneide. Das stört mich ja jetzt nicht, wenn es mal ein paar Mal passiert und wenn die Szenen dazwischen dann mal, keine Ahnung, 10, 15 Minuten gehen, aber dass das da wirklich im Minutentakt teilweise hin- und her gesprungen ist, sowas nervt mich extrem. Und inhaltlich war jetzt wirklich nicht viel passiert. Das Einzige, was wirklich wichtig war in der Folge, sage ich mal, ist zu erfahren, dass die beiden Paare jeweils geheiratet haben. Aber das hätte man auch in 13 Sekunden in der nächsten Folge sagen können. Ja, aber das wussten wir auch keine schon. Ja. Also das hat man auch nicht erfahren, sondern man hat nur erfahren, wie das dazu gekommen ist. Ja, genau. Ja, also ich hätte erst 2 Punkte gesagt, aber ich muss immer wieder an diese Dr. Kottl-Szene denken, wie er da sitzt
total vor sich hin lächelt und so mit den Armen versucht, die Schläge abzuwehren, dann gibt's nochmal einen Punkt mehr, also 3. Es ist ja sowieso immer, wenn Dr. Kottl dabei ist, dann kann man ja schon gleich einen Punkt mehr geben. Finde ich auch, der Kottl-Punkt. Der Kottl-Punkt. Last but not least, Mario. Boah, also hier gibt's viel zu viele Punkte, meiner Meinung nach. Also, nein, ich dachte wirklich schon vorhin, dass ich anstatt der Folge, boah, wenn ich jetzt wieder so wenige Punkte hergebe, die werden mich dann wieder sowas so fertig machen. Mhm. Aber nein, ihr stimmt mir wirklich zu diesmal. Aber ich gebe ihm nur 2 Punkte. Das war einfach eine katastrophale Folge. Ich habe zwar auf dem Bildschirm schauen müssen, weil ich natürlich die Folge heute zusammenfassen musste, sonst hätte ich es nicht getan. Machst du das sonst nicht? Aha. Doch, doch. Aha. Bei langweiligen Folgen tue ich auch vorspulen manchmal, weil bei manchen sind sie wurscht. Mhm. Aber nein, so langweilig. Und die interessieren mich nicht, diese Beziehungen. Die sind mir so wurscht in dieser Serie. Ich meine, Adama war natürlich cool. Das war okay. Kottl war auch cool, ja. Roslin auch. Aber der Rest... Das sind 3 Punkte. Nein, es sind 2 Punkte, sorry. Ich bleib bei 2. Gut, hättest du nur eingegeben, hätten wir insgesamt 10 gehabt. Das wäre auch irgendwie witzig gewesen. Aber so kommen wir zumindest mal auf 11. Das ist wahrscheinlich die niedrigste Wertung, die wir bisher gegeben haben. Ich fürchte auch und ich könnte mir auch vorstellen, dass es die niedrigste bleibt. Schade, dass Jan nicht da ist, wenn dem wirklich die Folge gefällt. Hätte man ja mal ein bisschen diskutieren können. Aber so ist das. Nein, bei mir nicht. Ich glaube, es gibt noch eine Folge. Die ich weiß, das hast du schon angekündigt. Und da werden wir diskutieren. Oh ja, ja. Ich freue mich. Ja, aber Mario ist leider an dem Tag nicht da. Mal ausgeschlossen wieder oder was? Ich glaube, die kommt auch noch in dieser Staffel. Na, in der nächsten, glaube ich. Na gut. Lass mich überraschen. Gut. Wir haben noch 2 Sachen vergessen, die wir jetzt noch einschieben müssen. Zum einen, das wollte ich eigentlich schon am Anfang machen, wir haben ja beim Pottwichteln mitgemacht im letzten Jahr. Das war schon letztes Jahr. Und sind da auch bewichtelt worden. Und da wollte ich einfach nochmal Danke sagen an die Pottwichtler. Das machen wir eben erst jetzt, weil die beiden Folgen, die dieses Jahr kamen, noch vorher aufgenommen wurden, vor dem Pottwichteln, weil wir dann Weihnachtspause hatten. Also vielen Dank an den Vienna's Writers Podcast. Die Mädels haben das gut gemacht. Leider war die Technik nicht gut an manchen Stellen. Es gibt so ein paar Knackser da drin. Die nerven ein bisschen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, genau, so zu hören. Das hat sehr unterhaltsam. Finde ich auch. Und vor allem, da war auch mindestens eine bei, die kannte die Serie schon ziemlich gut. Und die anderen haben glaube ich, sie haben ja nochmal über den Pilotfilm gesprochen. Mhm. Die anderen haben dann, glaube ich, nur den Pilotfilm geguckt, aber haben sich dann so gegenseitig eben dann auch ausgefragt. Und die schon Bescheid wusste, die konnte dann eben, ja, immer sagen, wie es war. Hat. Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen, ja, wenn du fertig bist, oder? Mhm. Darf ich schon? Du darfst. Hi, ich bin der Mario aus Wien, ich bin Single, gell? Okay. Das muss das sein. Gott, natürlich, das muss immer sein. Worüber natürlich soll man sonst reden, wenn es gerade um Frauen geht? Gut, so viel zu. Was willst du noch sagen? Ich fand eure Wichtel-Episode übrigens auch gut. Dankeschön. Das ist schön. Können wir auch nochmal sagen. Hat mir rückblickend echt sehr leid getan, dass ich da nicht dabei war. Das hätte mir tatsächlich Spaß gemacht. Tja. Hab ich mir fast gedacht. Schade, schade. Aber irgendwann mussten wir dann ja auch mal aufnehmen. Übrigens können wir auch noch sagen, wir haben bewichtelt den Sie reden Podcast. Sie reden, der dreibeinige Podcast. Da geht's um, ja, Wie nennt man das? Alles? Ja, aber das ist so Popkultur aus früheren Jahren, aus Zeiten, als die Podcaster Kinder waren, so könnte man sagen. Und ich nicht. Nicht? Ja. Nicht nur, also sie reden auch über aktuelle Sachen. Aber ganz oft sind das solche alten Serien und so, über die sie reden. Ja, und so deswegen haben wir das auch aufgenommen und haben dann im Prinzip über Dune geredet. Dune, ja. Da kannte manch einer kannte den Film, manch einer kannte das Buch und manche kannten das Spiel und so. Und da konnte jeder was dann dazu sagen. Was kanntest du, Phil? Alles. Du Beitrag? Alles. Okay. Alles. Phil wäre wie ich gewesen. Müssen wir leider die Folge nochmal aufnehmen. Externe Cut, meinst du? Genau.
Mindestens 4 Stunden länger. Wenn wir über alle Bücher reden, auf jeden Fall. Ja. Ich spiele einfach die Hörbücher ein, das merkt doch. Da kannst du über jedes Buch kannst du da eine 5-Stunden-Sendung machen. Ja, stimmt. Gut. Dann kommen wir jetzt zu den letzten Worten. Achso, es gibt noch was anderes, was ich noch sagen wollte. Das, da kann ich auf noch einen Podcast verweisen. Es gibt ja den Babylon 5 Podcast, der Grammarat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Und das Witzige ist, die haben auch so eine Nemesis-Folge, über die sie immer reden. Und die heißt TKO und da geht es um einen Boxkampf. Und tada! Die bezeichnen sie immer als die schlechteste Babylon 5 Folge. Ja, also alle Leute, die uns zuhören, die irgendwie Filme machen oder vorhaben, das mal zu machen, Finger weg von Boxfolgen. Genau. Letzte Worte. Phil. Darauf bin ich natürlich vorbereitet. Kottelpunkt. Ich bin nicht vorbereitet. Das wolltest du doch nicht auch machen, oder? Ich hätte es im Notfall irgendwie einbauen können. Dann sage ich, und das ist auch gleichzeitig so meine Zusammenfassung der Folge. Das ist auch gleichzeitig der Gewinner. Nein, das ist gleichzeitig so die Zusammenfassung für mich, für die Folge. Ich sage technischer K.O. Dann bin ich ja jetzt dran. Oh, dann bist du jetzt dran. Ich starte schon mal den Abspann, um dir ein bisschen... Ja, aber nee, ich brauche sehr lange. Du musst Mario auch noch Zeit geben. Ja. Ich weiß es schon. Du weißt es schon, mach du, dann kann ich noch überlegen. Ich zuerst? Okay. Ja. Klitschkos, Regiedebüt. Du hast gar nicht gesagt, welcher von den Klitschkos. Ja, genau. Ben, du bist dran. Schnell. Ich bin dran. Oh Gott. Mir fällt nichts ein. Okay, mir fällt nichts ein, ist damit registriert. Passt doch gut zu der Folge. Macht's gut, Leute. Ja, das wird gut. Ciao. Tschüss. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, Ben. Das wird der Titel wird noch länger als der letzte. Der ist aber gut. Ja, der ist wirklich technischer Go bei Klitschkos Regie mit Kottelpunkt. Doppelpunkt, dazu fällt mir nichts mehr ein. Ich muss schnell aufs Klo gehen. Ja. Die Leute, die jetzt die Folge gut fanden, werden uns natürlich hassen. Aber was soll man machen? Irgendjemand hasst einen immer. Aber man muss ja auch sagen, wir hassen ja auch die Leute, die Folge gut finden. Stimmt, ja. Also ist alles in Ordnung. Und da bei uns eh niemand kommentiert, kann es auch egal sein. Genau. Stimmt, das ist urselten bei uns. Vielleicht müssen wir mehr spalten. Dass wir müssen mehr die Leute uns hassen lassen. Dann wird bestimmt auch mehr kommentiert, so. Weil es wird ja immer nur kommentiert, wenn man was falsch macht. Das ist stimmt, Trump-like. Das ist richtig. Aber dadurch, dass wir immer alles richtig machen, gibt es nichts zu kommentieren. Das ist der Grund, genau. Das stimmt. Wir müssen was ändern. Wir müssen mehr von Marios Bewertungen einbringen. Ja. Nicht bei dir helfen und ich bin meistens immer unter euren. Wir hatten ja mal einen Kommentar, die hatte sich so ein bisschen beschwert, dass wir zu wenig Background-Informationen geben. Da bin ich auch dafür. Und dann habe ich mir extra das Buch zu Staffel 2 gekauft. Hab's aber nicht gelesen. Ja, du kannst jetzt immer sagen, du hast es nicht gekauft. Ja. Stell dir das gerade vor, Tim, der ist gerade so in der Innenstadt unterwegs, schaut aufs Handy, ein neuer Kommentar, zu wenig Background. Oh, da ist eine Buchhandlung. Auf immer das Buch dazu. Ach, Entschuldigung, haben Sie Background zu BSG? Oh ja, wir haben gerade ein neues Buch reinbekommen. Nein, das war so fast wie so ein Reklamheft, so ein kleines, wirklich ohne Bilder und so ein kleines Büchelchen, aber auf Englisch. Und ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, das zu lesen. Dann suche ich lieber im Netz. Staffel 3 sind. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist zu spät. Und das hat auch noch 4 Wochen gedauert, bis das kam, weil das irgendwie gebraucht war. Aus Spanien oder so kam das. Weil das hatte die nämlich empfohlen. Genau, das hatte die nämlich sogar empfohlen in dem Kommentar, diese Buchreihe. Das gab es für jede Staffel.
Aber tja, aber da wird jetzt wohl nichts mehr zu kommen. Background-Infos. Du Opfer. Ja. Was wollte sie da genau hören? Wo gedreht wurde oder was? Oder warum das gedreht wurde? Warum wurde diese Folge gedreht? Fun Facts, Junge. Fun Facts. Ich wüsste gerne mal, was sie zu dieser Folge geschrieben haben. Warum wurde diese Folge gedreht? Das ist einfach nur so eine leere Seite. Und dann kommt die nächste Folge. Also mir ging das auch extrem. Ich muss weiter über die Folge reden. Mir ging das auch extrem auf die Nerven, diese ständigen Schnitte. Ja, geht gar nicht. Ich finde ja, das kann auch gut sein, wenn man so irgendwas reingeworfen wird. Aber so wie das hier ist, es wurde ja auch immer wieder dasselbe gezeigt. Immer wieder nie, der dann doch zu Starbuck guckt. Oder umgekehrt. Ich fand es aber auch ziemlich lästig, ja. Also das Problem bei mir ist ja, ich bin ein bisschen empfindlich mit den Augen und dann natürlich dann das Bild viel greller war auf Neu Caprica als jetzt beim Boxkampf. Das war immer dann so schrecklich für mich. Boah, es hat so weh getan. Weil wenn es zu grell ist, meinst du nämlich gar nicht im Fernsehen. Okay. Deswegen habe ich, weiß nicht. Da habe ich dann kurz weggeschaut. Dann wäre es ja doch wieder gut gewesen, wenn ein Filter drauf gewesen wäre auf Neu Caprica. Naja, den von Caprica konnte er nicht mehr nehmen, den gelben. Nee, der war ja Caprica. Da hätten wir ja alle gedacht, das wäre jetzt auf Caprica. Sagst, nehmen wir das echte Leben einfach her, oder? Gelb und blau, wenn es Nacht war, war er extrem blau. Und du hast recht, als Apollo und Starbuck hier da nachts in der Wiese lagen, da war kein Blaufilter, glaube ich. Das war nämlich sehr dunkel da. Und sonst haben sie es ja immer so gemacht, dass es in Wirklichkeit Tag war wahrscheinlich und sie haben es dann irgendwie künstlich verdunkelt. Wahrscheinlich, ja. Das sah aber schlimm aus. Und man hat immer den Himmel sehen müssen. Ist euch das aufgefallen? Man hat immer den Himmel mitfilmen müssen. Bei jeder Szene. Nein. Oh, da, Himmel und Wolken. Oh, auch bei Außenszenen. Naja, es ist aber untypisch. Warum zeigst du den Himmel jedes Mal? Das machst du nämlich nicht. Na gut. Geh auf die Figuren ein. Nein, du hast nur die Figur und dann hinten den Himmel. Na gut. Mario? Du Mario? Ja. Mario, hast du eigentlich aus Trotz Aquaman 5 Sterne gegeben? Wieso? Nein. Weil du, wie soll ich es denn ausdrücken, du stichst etwas heraus aus meiner Letterbox-Timeline, was den Film angeht. Ach so, jetzt nur bei Aquaman oder wie? Nee, immer. Ja, aber bei Aquaman, da ist die Differenz schon sehr, sehr groß. Du fandest den wirklich hammermäßig, bester Film, ich kann man nichts. Ich fand ihn wirklich, wirklich, wirklich super, ja. Und ja, ich fand ihn wirklich toll. Also ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt im Kinosaal, wenn ich so einen Superheldenfilm angeschaut habe. Schön. Da gab es kaum, mein Geschmack ist eh anders als deiner wahrscheinlich. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ach, du hast ihn gar nicht gesehen. Dachte, du wolltest dich jetzt so Mario lustig machen. Nein, überhaupt nicht. Ich frage wirklich nur nach, weil alle anderen, die bei mir auf Letterboxd auftauchen, da waren die schlechten 1,5 und die guten 3. Aber weißt bei mir auch. Die Follower, die ich, also den Leuten, den ich follower, auch 3, 2, 3, 3, 2 und dann 5. Weißt du, was das Gute an dem Film ist? Ohne jetzt zu spoilern, du hast wirklich bei vielen, es stirbt immer irgendwie. Bei den ganzen Superheldenfilmen in den letzten Jahren, da hast du wirklich einige zu viele langweilige Szenen. Immer so bla 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 bla. Und bei Aquaman ist das echt super ausgeglichen. Da hast du wirklich mal bla 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 und, und auf die Fresse. Und das geht so weiter. Aber es ist halt voll okay, wie es da ist. Weil something, dark side. Ja, Jason Momoa ist jetzt auch nicht gerade der Schauspieler für die dicksten Dialoge, ne? Ja, aber es hat gereicht für den Film. Wie auch das auf jeden Fall. Also das hat mir voll gereicht eigentlich. Das ist eigentlich ich den Charakter Iron Man, auch in Justice die Filme League sind auch okay ganz gut. Wegen Tony Stark, sonst sind die Filme noch nicht beschissen. Ja, das stimmt leider. Und Dolph Lundgren spielt mit, sehe ich gerade. Das ist immer gut. Wenn He-Man irgendwo mitspielt, ist das immer gut. Dann muss ich den wohl auch nochmal gucken. Und hallo, William Dafoe spielt auch mit. Ah, aber Dolph Lundgren, Mann. Ja. Der Universal Soldier.
Den habe ich aber nicht sofort erkannt, muss ich sagen. Der ist ja jetzt auch schon gefühlt 80. Ja, ich verwechsel den immer auch, mit, schaut immer gleich aus. Mit dem ja, aus. Stimmt. Ich verwechsel den immer mit dem aus. Ich komme gleich wieder. Okay. Komm nochmal rein. Wie heißt das mit den Replikanten? Blade Runner? Blade Runner. Ich verwechsel Dolph Lundgren so, immer mit Ludger. Mit Ludger Hauer. Genau, weil das auch so ein Däne ist oder so. Zumindest klingt er auch so. So nordeuropäisch. Bin ich Schwede? Finne? Schwede? Keine Ahnung. So der Dolph? Halt. Ich glaube, Dolph ist Ach so. Schwede. Und Rutger Hauer? Das weiß ich nicht. Die Statistiken bei Letterboxd machen wirklich Spaß. Die sind schön da, diese Jahresstatistiken, die sie immer schicken. Ja, super. Ja. Da, ich habe den, ja. Was wollte ich wieder sagen? Ach so, ich glaube, die Filme mit dem meisten Schauspieler, die ich letztes Jahr gesehen habe, waren Laura Dern tatsächlich. Echt? Ja. Okay. Hast du Jurassic Park nochmal geguckt? Nee, das liegt daran, weil die in jedem David Lynch-Film mitspielt und ich letztes Jahr irgendwie alle David Lynch-Filme geguckt habe, bis auf zwei. Okay. Wo bekommt ihr denn diese Listen? Per Mail? Die kommen per Mail und dann kannst du die aber auch abrufen. Hast du einen Pro-Account? Ach, brauchst du einen Pro-Account? Ja, glaube ich nämlich auch. Das muss ich auch irgendwie lohnen. Beim Team ist nämlich ziemlich cool, da kannst du bei ihm echt viel rausfinden mit dem Team. Das mache ich nämlich bei ihm, bei Letterboxd. Wie rausfinden? Ja, du hast ja diese super 3-Stufe da, Bro, irgendwas, keine Ahnung. Und deswegen kann man extra viel über mich rausfinden? Naja, deine Statistiken sind, weil du... Ich sehe es gerade, stimmt, ich kann Tims Statistiken und da siehst du, wie viele Filme er angeschaut hat, aus welchem Jahr die waren. Das sehe ich bei dir nicht? Nee. Nein, weil ich nicht Pro-Account habe oder wie auch immer das heißt. Toll, ich bezahle Geld, damit ich ausspioniert werde. Ja, so also funktioniert das. Hast du 659 Filme gespeichert bei Letterboxd und hast insgesamt 1327 Stunden geguckt? Ja. Ich habe ja auch irgendwann mal, also das ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt alle geguckt habe, seit es Letterboxd gibt, sondern ich habe irgendwann mal bin mal so 2 Nächte lang durchgegangen, um alles anzuhaken, was ich jemals geguckt habe. Das habe ich nicht gemacht, das war mir zu viel Arbeit. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Und laut der Statistik hast du 22% der Top 250 bewertetsten Filme auf Letterboxd geguckt. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ah, Ben, du hast auch keinen Pro-Account, oder? Nee, habe ich nicht. Bei dir finde ich keine Stats. Ja. Wie viel kostet denn so ein Pro-Account? Hast du einen viel? Ja, ich weiß nicht. Nicht viel. Ist das also dafür einmalig regelmäßig oder monatlich? Für ein Jahr. Ah, okay. Mr. Reed hat einen Pro-Account. Mr. Reed, der, als ich ihm vor Jahren mal Letterboxd empfohlen hatte, gesagt hat, das ist genau sowas, was ich überhaupt niemals brauche. Ja, und dann habe ich es ausprobiert und habe meine Meinung geändert. Ich bin ja bereit, Fehler einzugestehen. Ach so. Ah, lustig. Der top angesehene Schauspieler von dir, wo du die meisten Filme gesehen hast, tatsächlich Sean Connery. Ja. Bei Phil oder bei mir? Bei dir, ja. Tim. Aber sieht mir jetzt, bei mir ist Sean Connery. Ach so, die meisten Filme habe ich mit Sean Connery gesehen. Das kann genau. Schon sein. Und auf Platz 2 ist Harrison Ford. Oh, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Nee. Aber wo sehe ich das? Das sehe ich doch selbst nicht. Bei den Stats. Sein. Du musst einfach nur auf Stats gehen und dann runterscrollen. Auf dein Profil halt. Das sehe ich sogar bei der Handy-App. Ach doch, das ist ja das, was jedes Jahr kommt. Ja, genau. Ah. Und das kannst du dir pro Jahr oder Ach so, oder und dann siehst du das bei den Leuten, die den Pro-Account haben, damit du das auch haben willst. Genau, richtig, als Werbung sozusagen. Genau. Okay. Und Steven Spielberg ist mein Top-Director. Aber das ist ja nur aus letztem Jahr, oder? Ach nee. Je nachdem, was du oben live hast. In Film. Ah ja. Genau. Ah, hier, $19 für ein Jahr. Ja, okay, das ist ja wirklich in Ordnung. Warwick Davis ist auch in der Liste. Und Ralph Wolter. Krass. Und Desmond Llewellyn. Ja, weil der einfach bei allen Bond-Filmen mitgespielt hat. Ja. Oh Mann, jetzt will ich das auch haben. Hat schon funktioniert, ja. Ich habe 7 Filme von Richard Donner geguckt. Ich habe den Namen noch nie gehört. Ich kann auch nicht von allen die Namen, die hier rum... Sehe ich das denn jetzt bei Phil auch?
wenn du auf mein Profil gehst. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch, wir haben uns ja dieses Jahr noch gar nicht gehört. Deswegen muss ich jetzt... Ja, gutes Neues. Gutes Neues. Gutes Neues. Gutes Neues. Und wir haben ja auch noch nicht mal eine halbe Stunde verplempert, deswegen können wir ja noch ein bisschen über Filme reden. Ich habe jetzt auch 3 Billboards of Ebbing, Missouri geguckt. Bin ja begeistert, weil es ist ja ein super Film. Toller Film. Ja, habe ich mir direkt gekauft, also bevor ich ihn geguckt habe schon, weil es gab ihn sonst nicht. Gut, ich finde es schön, wie bei beiden von euch Arnold Schwarzenegger in den top geguckten Schauspielern drin ist. Was? Bei euch beiden ist Arnold Schwarzenegger bei den am meisten gesehenen Schauspielern drin. Der hat ja auch viele Filme gemacht und der war viele gute. Genau. Und bei Phil ist überraschenderweise Tom Hardy auf Platz 1. Komisch, wer hätte das gedacht? Wer hätte denn das erwartet? Ja. So, ich schaff's ja nicht mal Phil zu finden. Wie soll ich da die Stats finden? Oh Mann. Okay, Anthony Mackie. Nicht in deiner Timeline natürlich einfach dabei? Ja, schon, aber ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie allen Leuten sehen, die ich folge. Wo sehe ich denn das? Kannst du. Ich kann auf Following klicken, dann sehe ich alle, denen ich folge. Ja, aber wo ist Following? In welchem Menü? Ja, ich gehe einfach auf Activity. Und dann hast du irgendwo rechts Following, ja. Activity. Dann runterscrollen, rechts steht irgendwo Following. Unter den Activity-Filters. Bei dir ist wahrscheinlich keine Werbung. Ach, unter den Activity-Filters, richtig. Hm. Dann sehe ich schon wieder, dass ich 3 Leute habe ohne Bild. Ich glaube, die muss ich mal kicken. So, und jetzt kann ich bei ihr Reiseplan in die Stats gucken, hoffe ich. Stats. Juhu. Juhu, ja, stimmt. Bei dir sieht man, dass du nur neuere Filme gelockt hast, weil bei dir geht der Balken so total hoch. Und ein paar alte hast du auch mal gelockt. Ja, wahrscheinlich, wenn du sie nochmal geguckt hast. Da sind aber auch ein paar drin, genau. Das Boot. Tom Hardy. Ridley Scott als Top Director. Ja, als er noch gut war. Clint Eastwood sogar als Top Director. Peter Berg, bestes. Peter Berg. Peter Berg macht tolle Actionfilme. Und er hat bei The Leftovers. Ah, Tatsache, ja, natürlich. Ja. Ach gut, dass man einfach draufklickt und dann sieht, welche Filme er gemacht hat. Für diese Technik heutzutage. Das ist Ready Player One wieder angeschaut, Tim. Jawohl. Ich habe ihm, glaube ich, sogar einen halben Stern mehr gegeben als ursprünglich. Ich glaube, das habe ich beim zweiten Gucken aber auch gemacht. Der hat so ein bisschen so ein Loch. So in der Mitte habe ich gedacht, dem gebe ich nur noch 2,5 Sterne und ging dann mit dem Ende wurde der wieder immer besser, fand ich. Oder? Ja. Oder nicht? Ja, der ist ein bisschen zu lang. Wenn man in der Mitte ein bisschen was zusammengestaucht hätte, dann wäre der, glaube ich, besser geworden. Ja, stimmt. Ich hatte erst 3,5 und dann habe ich 4 Sterne gegeben. Ich glaube, ich hatte erst 3, jetzt habe ich 3,5 gegeben. Oder sogar auch 4, ich weiß gar nicht. Nee, 3,5 hast du gegeben. Ja. Ja, ich fand den schon gut, aber 4, naja. 4 ist ja das Beste, 5 gebe ich ja nie fast. Das war diese ganzen Anspielungen an die Spiele und Filme, die haben mir schon ausgereicht, die haben den Rest wieder besser gemacht. Als am Ende noch jetzt Firefly reingeflogen ist, dann waren es 4 Sterne. Da erinnere ich mich gar nicht dran. Ja, damit ist dieser Große von den 2 Japanern in die große Schlacht geflogen, bevor er sich in diesen Roboter verwandelt hat. Okay. Mhm. Phil hat Box Office Mojo All-Time 100s 29%, fast ein Drittel. Fuck. Aber Avatar hast du scheinbar auch nicht gesehen. Nicht seit Letterboxd. Achso. Ja. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Den habe ich mir im Kino angesehen, das hat gereicht, aber den gucke ich mir doch nicht so normal nochmal an. Nein, dann kannst du auch Pocahontas nochmal angucken. Oder der gleiche Geschichte, nur in grün. Oder gleichzeitig, parallel einfach. Also für mich hat er halt einfach nur, den fand ich halt damals optisch, war das was, da habe ich mich noch gefreut über 3D. Aber ich wüsste nicht, warum ich mir den nochmal angucken sollte. Nö, besonders kreativ war der jetzt wirklich. Titanic habe ich bis heute nicht gesehen. Fast and Furious werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt sehen. Übrigens noch ein Film. Fand ich super, gibt's auf Netflix Grand Budapest Hotel. Wurde total von überrascht. Hab ich auch gesehen, ja. Ja, das sieht auch gut aus. Aber du hast ihn noch nicht gesehen. Doch. Doch? Doch. Und du findest ihn auch gut? Ich fand den gut, ja. Weil du hast ihn gar nicht gelockt, oder?
Was? Naja, dann ist es vielleicht schon länger her. Error. Gibt's ja noch gar nicht. Das kann ja sein. Der ist aus dem gleichen. 2014. Genau, der ist aus dem gleichen Jahr wie der andere Film, der auch total gut war. Birdman. Wow. Was? Ant-Man? Birdman. Achso. Den gibt's auch immer noch auf Netflix. Kann ich auch immer noch empfehlen, wenn den jemand noch nicht geguckt hat. Mhm. Und Grand Budapest Hotel war sehr lustig irgendwie einfach. Ja. Weil das so ein. Fand ich auch gut. Weihnachtlicher Bonbon-Stil war mit vielen Stars und Fun. Ja, so sehen die Filme von dem Regisseur aber meistens aus. Habe ich auch sonst aber noch keinen gesehen. Habe ich aber auch schon gelesen, dass dieser Wes Anderson immer so einen Stil hat. Ja, den darf man nur nicht mit dem anderen Wes Anderson verwechseln. Wer ist der andere Wes Anderson? Der die Resident Evil Filme. Ach so. Die haben nicht ganz so einen Bonbon-Style. Na. Da habe ich mir auch gleich den Soundtrack zugekauft. Ich habe ihn nicht gekauft, aber gehört. Nein, ich habe ihn im Streaming-Dienst gehört. Okay. Dann haben wir die Kurve gekriegt. Gut, dass wir das nicht aufnehmen. Nein, wir nehmen das nicht auf. Nein. Müsste ich ja vorher per DSGVO ankündigen. Ja, eben, das hast du ja getan. Ach so. Ja. Ja, habe ich ja getan. Hast du getan. Das wird so mit ganz schlechter Qualität am Anfang reingeschnitten. Und Prometheus hast du geguckt. Den habe ich im Kino geguckt. Ja, den wollte ich mir noch den mal angucken. Den habe ich auch im Kino gesehen. Ja. Den habe ich sogar in 3D gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob das sinnvoll war. Ich glaube, das war am Anfang gut. Bitte? Prometheus. Dieser Alien. Ah. Ja. Die Alien. Versteht. Wie nennt sich das? Zweimal kann man den anschauen und dann war es das schon. Beim dritten Mal schläfst du. Also ich finde ihn auf jeden Fall besser als den zweiten Teil hier, Alien Covenant. Den finde ich ja ganz, ganz gut. Den habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Kam der danach? Ja. Ich glaube, der spielt auch direkt danach. Habe ich, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Ah, doch, natürlich. Das war der mit Michael Fassbender. Nee, das ist ja der erste auch. Ach so. Ja, okay. Aber ich hab ihn geratet, also habe ich ihn wohl gesehen. Ja, hoffentlich hast du dich mit dem anderen verwechselt. Ja, doch, natürlich. Das war aber der, wo Michael Fassbender so eine zentrale Rolle hat. Ja, okay, die hat er im ersten nicht gehabt, das stimmt. Ihr habt beide Grand Budapest Hotel nicht eingetragen. Dann habt ihr es auch nicht geguckt. Also ich bin noch gar nicht so lange dabei, wie du vielleicht denkst. Ach so. Guck doch mal, von wann mein erster Dingens ein. Ich bin da auch gar nicht. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, weil es totale Zeitverschwendung ist. Ja, wenn es nicht benutzt, wird das ja auch nicht machen. Wenn es nicht in den Jedi-Archiven steht, dann gibt es den Planeten. Genau so ist es. Mein erster Eintrag war The Last Jedi, Dezember 2017. Habe ich auch gesehen. Ja, echt jetzt. Das war mein erster Eintrag, also so lange bin ich nicht dabei. Oh, okay. Da bist du ja noch gar nicht so lange dabei. Mm-mm. Aber ich habe auch einen Arsch voll Filme nachgetragen, aber nicht alle. Und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, nur noch neue Filme einzutragen. Mhm. Speech. Da kann ich auch mal CD-Laufwerk wieder anmachen. Das war auch so lustig bei Grand Budapest Hotel, dass dieses Quietschen der Seilbahngondel genau zur Musik gepasst hat. Okay. Ja. Aber das war gerade nicht die Seilbahn, das war mein Mikrofon. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, du sitzt in der Seilbahn und nimmst gerade auf. Ich sitze in der Hängematte. Nein, ich bin ja nicht Jan. Seilbahn.